Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem schönen Bangkok. Wir sind heute relativ früh aufgestanden, weweil es für uns heute zum Amphora Floating Market geht. Wir haben überlegt, ob wir mit dem Bus fahren und mit dem Grab Taxi. Jedoch haben wir jetzt ein Angebot bekommen vom Hotel für 2000 Baht, ein Privattaxi für 5 Personen zum Amphora Floating Market. Also da haben wir auf jeden Fall zugeschlagen. Das sind 10 Euro pro Person, da müssen wir nichts machen. Die ganzen Tickets alleine hätten schon mindestens 250, 300 Baht gekostet. Also ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt besorgen wir uns eine Kleinigkeit zum Frühstücken. Und bald geht es los. So, jetzt sitzen wir im Taxi Richtung Amphora Floating Market. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber wir zahlen für das Privattaxi 2000 Baht. Wir sind 5 Leute, das heißt jeder 400 Baht. Das ist richtig günstig. Wir fahren vom Hotel aus mindestens 1 Stunde 50. Wir sind jetzt schon knapp eine Stunde unterwegs und brauchen noch ein kleines bisschen. Hallöchen! Endlich hier auf dem Amphora Floating Market. Wir haben Samstagvormittag. Es ist zum Glück noch nicht so viel los. Ihr wisst ja, Samstagnachmittag und Sonntag ist hier die Hölle los. Hier ist richtig, richtig Action. Der Fahrer hat uns gefragt, was wir hier wollen, weil hier nichts los ist. Wahrscheinlich kannte er den Amphora Floating Market gar nicht. Er wollte uns zum Damnoak Sarwak, oder wie der heißt, Amphora Floating Market fahren. Also nicht Floating, ja. Damnoak Sarwak Floating Market, genau. Leider sind da gefühlt nur Touristen, also da ist wirklich, da gibt es Prada-Taschen, Nike-Schuhe und solche Sachen. Da war ich einmal, ich fand ihn nicht so schön. Ich kann euch nur den Amphora Floating Market empfehlen, die sind kaum Touristen, fast nur, also nur Locals eigentlich, außer wir jetzt. Wir werden jetzt mal eine kleine Runde laufen, um uns den Markt anzuschauen. Und dann gibt es später was Leckeres zum Mampfen. Live vom Amphora Floating Market. Du bist live dabei. Es geht weiter auf dem Floating Market. Die Mädels haben ein paar Schals entdeckt. Audi! Die. Und ich trinke sie heute Abend so. Jetzt gibt es endlich was zu essen gegen Kao. Ihr wisst ja, auf thailändisch essen gehen. Wir haben jetzt hier Lucy hat Fried Rice with Crab bestellt. Das sieht das Hammer aus, Leute. Das gönnt ihr nicht jetzt. Unser Essen kommt gleich. Lucy kann ruhig schon mal anfangen, bevor es kalt wird. Kein Problem für uns. Und da liegt ganz viel Seafood. Schaut euch das mal an. Sieht das lecker aus. Oh ja, yeah. Lucy sagt richtig lecker. Wow. So, das war's mit dem Amphora Floating Market. Nachdem wir jetzt ein paar Runden gelaufen sind, sind wir jetzt zurück
zum Taxi gehen und danach geht es zum Chatuchak Weekend Market. Boah, schaut euch mal diesen Waran an, Leute. Heftig, oder? Schaut euch diese Echse mal an. Mega Echse. Was ein Riesenapparat. Ja, ja. Heavy, oder? Zum Abschluss. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt sind wir beim Chatuchak Weekend Market. Wir waren ja gestern schon hier. Leider hat er noch nicht aufgehabt. Das heißt im Internet ab Freitag nachmittags. Stimmt leider nicht so ganz. Wir empfehlen euch Safety First, geht am Samstag hierher. Ist einiges los. Wir sind ziemlich spät hier. Es ist nämlich schon knapp 16, wie spät ist es jetzt? Ich glaube schon 17 Uhr. Nicht mehr ganz so viel los. Und ihr wisst ja, Chatuchak Weekend Market, da findet ihr einfach alles. Also wirklich alles. Essen, Pflanzen, Schuhe, Küchenaccessoires, Teller, also alles gibt es hier. Und auch leckeres Essen. Naja, wir werden noch ein bisschen rumlaufen und schauen, was wir alles so entdecken werden. So, nach fast 2,5-3 Stunden auf dem Markt sind wir jetzt wirklich K.O. Ich habe mir ein paar Strandschlappen geholt, diese breiten Beach-Sandalen. Und jetzt geht es los zum Hotel. Die Mädels sollten auch gleich kommen. Haben versucht, ein Bikini zu finden, Strandtücher. Mal schauen, ob die alles gefunden haben, was sie wollten. Langsam, aber sicher machen viele Stände hier zu. Von daher raten wir euch, kommt am besten zur Nachmittagszeit. 2, 3, 4. Also 4 ist schon fast zu spät, weil ihr braucht ja für einen Markt mindestens 2 Stunden. Kommt am besten, glaube ich, vormittags hierher, esst eine Kleinigkeit und ja, schaut, ob ihr das findet, was ihr möchtet. So, wir warten jetzt mal auf die Mädels und für uns geht es dann ins Hotel, duschen, kurz hinlegen und heute Abend geht es dann weiter zur Sky Bar und auf die Night Market. Bis später. Hallöchen. Wir haben uns vorhin im Hotel frisch gemacht, ein bisschen ausgeruht, ein bisschen geredet, was wir heute Abend alles so machen. Jetzt gönnen wir uns erstmal leckeres Abendessen. Die Waffa gönnt sich Seafood, ganz frisch aus dem Meer. Wir haben unser Essen da hinten um die Ecke bestellt, in einem Thai-Restaurant. Und ja. Ja, Waffa heute ist sehr, sehr warm, gell? Ja. Und wir warten jetzt, bis es frisch gegrillt und fertig ist. Nehmen das mit in das Restaurant und damit gemampft. Und danach geht es in den Sky Bar, den Abend ausklinken. Bis später. Hi, hier nun von der Vanilla Sky Bar. Mega schöne Bar. Wir werden jetzt den Abend hier genießen bei einer wunderbaren Aussicht, den Abend ausklinken und danach geht es ins Hotel schlafen, weil morgen fliegen wir nach Koh Phangan. Einen schönen guten Abend, eine gute Nacht und bis morgen.